Andere Leute müssen zum Video Stadt und Sparen von Melita Winter. Heute geht es um den Spartipp beim Bauen von öffentlichen Gebäuden auf ehrenamtliche Fachleute, Rentner einsetzen. Spart mindestens 10% der Baukosten, wie beim neuen Feuerwehrhaus in Ostbevern, das durch Eigenleistung nur 1,3 Millionen statt 1,4 Millionen gekostet hat, also 100.000 Euro gespart. Durch ehrenamtliche Helfer. Und dann in so einem kleinen Dorf, das ist schon sehr viel für so ein kleines Dorf. Das ist immer weit und da Leute mal. Das ist jetzt Spartipp 71. Auf meiner Seite Stadt und Sparen. Hallo liebe Leute, grüße zum Video Stadt und Sparen. Der Winter. Heute geht es um das Thema Bauen von öffentlichen Gebäuden. Feuerwehrhaus in Ostbevern. Habe ich im Radio 11 gehört, das hat 1,4 Millionen gekostet und die haben 100.000 Euro gespart durch ehrenamtliche Helfer. Und jetzt in Oelde bauen wir auch ein Feuerwehrhaus, ich weiß nicht, irgendwie 3 oder 4 Millionen kostet das, oder 3,6, ich weiß nicht genau. Und jetzt nächste Woche ist Ratssitzung, da frage ich mal, wie viel die einsparen durch ehrenamtliche Helfer. Ich glaube, die haben überhaupt keine ehrenamtliche Helfer da. Und das kann jede Stadt und jedes Dorf machen, dass die ehrenamtliche Helfer rekrutieren, die sich da regelmäßig treffen und was machen. Weil die Leute gehen also mit 65, 63 oder jetzt mit 60 Jahren in Rente, mit 63, wenn sie 40 Jahre voll haben. Und dann leben die noch 20, 30 Jahre und haben dann Langeweile. Und dann können sich die Fachleute oder andere Leute da treffen und was bauen für den öffentlichen Bereich. Dadurch muss die Stadt da weniger Steuern eintreiben und kann die Grundsteuer gesenkt werden und hat von jedem einen Vorteil. Und je kleiner die Stadt ist, umso leichter ist es, um so einen Verein zu gründen, einen ehrenamtlichen Verein, um was zu machen. In Rasfeld macht ein ehrenamtlicher Gärtnerei mit den Fußballrasen und durch Ehrenamtliche kann man schon sehr viel erreichen. Und in England gibt es ehrenamtliche Gärtnertrupps, die mal zusammen losgehen und dann ein paar Stunden was machen in der Woche. Und die haben richtig Spaß dabei und die machen die Gärten der Stadt dann. Und jetzt in Oelde gibt es jetzt eine neue Ehrenamtszentrale, die wird jetzt durch eine professionelle betrieben. Also eine bezahlte. Ich dachte auch, dass es eigentlich ein Ehrenamt hier macht, aber jede Stadt muss eine Ehrenamtszentrale haben, wo sich die Leute dann eintragen können und dann was machen können. Für die Schule, Schülerhilfe, Altersbetreuung, Hausaufgabenbetreuung und Gartenarbeiten im Park und Umbauten, Fenster lackieren und so weiter. Und das muss man, wenn man Arbeit hat, da auf der Seite ausschreiben und dann können sich welche melden oder der Truppe übernimmt das dann und dann kann man selber was sparen. Also bis zu 50, 80% der Baukosten kann man sparen, also mindestens 10%. So, das ist einmal wie hier steht und sparen. Das schicke ich auch dann morgen übermorgen zum Bürgermeister und zum Bauerrat Herrn Abel, dass er sich darum kümmert, dass man öffentliche Straßen und so weiter und Fahrradwege ehrenamtlich macht. In Sünninghausen von Oelde nach Sünninghausen haben sie auch, glaube ich, ehrenamtlich gemacht, den Fahrradweg. Aber den Fußballplatz und die Sporthalle, die jetzt gebaut wird, am Sportplatz, da machen sie nichts ehrenamtlich da. Deswegen, es muss unbedingt mehr unterstützt werden und angeregt werden von der Stadt, dass man sowas macht und die haben ja auch Spaß dabei, die Leute, die ehrenamtlich was machen. Die kommen dann 15, 20 Leute zusammen, machen 3-4 Stunden was, ein, zweimal in die Woche und dann haben die auch Spaß und erreichen auch was, wenn sie zum Beispiel eine Kita bauen oder einen Flughafen. Berlin ist mit wahrscheinlich zu viel ehrenamtlich, aber da könnte man auch was ehrenamtlich machen. Okay, ciao. Und mehr Spartipps, das war jetzt Spartipps 71, habe ich auf meiner Seite ludgerwinter.de oder auf Facebook ludgerwinter Stadt und Sparen. Da sind dann nur die Spartipps. Okay. Könnt ihr euren Ratsmitgliedern und Vertretern mal zeigen, dass sie sparen.
Okay, ciao, Kaubi, abonnieren.